Hey, liebe Leute, herzlich willkommen zu Pfingsty Cycling Kitchen. Eine neue Folge geht los. Wenn ihr diese Giraffe seht, dann wisst ihr, wir sind wieder bei Pfingstys Cycling Kitchen. So, wie ihr seht, wir haben die Küche neu gestrichen. Die Pfingsty ist umgezogen. Genau. Und eigentlich ganz schick hier. Und wie ihr seht, eigentlich? Wie ihr seht, die Rakete ist auch am Start. Rocket. Ja, er hat geupdatet, sagt man so. Ja, kann man so sagen, ja. Und, ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Was haben wir denn hier noch? Das mega geile Bora Professional 2.0. Das kann das alles so? Alles. Außer Haus bauen. Rührei, Omelette, Steak, Fisch, Gemüsebraten, Kaiserschmarrn, irgendwas Süßes machen. Also ich habe selber schon mitgemacht, Kaiserschmarrn. Okay, kannst du die Klappe dann mal aufmachen, mega was man geil. Da sieht? Also das ist die Dunstabzugshaube der neuen Generation. Besser geht's nicht. Das ist der Game Changer. Hammer. Wir haben gerade mit Erschrecken festgestellt, dass wir uns schon seit dem 21. März nicht mehr videotechnisch melden konnten. So ist es, war viel zu tun, wir waren viel unterwegs, nicht nur ich, auch Paddy war unterwegs. Das Team Bora Hansgrohe ist aktuell, also heute ist der 7. Mai, laut Statistik das dritterfolgreichste Team der Saison. Ganz vorne liegen die Jungs hier. Die Koenig Quickstep. Die Koenig. Und ja. Astana. Und Astana, was hast du gesagt, 26 Siege? Die Koenig Quickstep 26, Astana 23 und dann kommen wir schon mit 20 Siegen. Also und das, wir haben Mai. Das ist schon echt eine Menge. Und man muss auch wirklich sagen, also die letzten Wochen für euch im Team waren saustark. Waren echt krass. Also egal, was man geschaut hat, die schwarz-grünen Trikots waren immer vorne. Also wir sind gerade in einem Flow. Ich glaube, das fing an mit Baskenland-Rundfahrt. Ja. Wo es dann wirklich ab da an nur noch von Sieg zu Sieg, von guten Ergebnissen zu guten Ergebnissen gefahren sind. Drei Siege für Max Schachmann, ne? Ja, Emu Buchmann, Felix Großschadner gewinnt die Türkei-Rundfahrt, Sam Bennett gewinnt zwei Etappen in Paris-Nizza. Stimmt, da hat er auch schon. Türkei auch, gewinnt das grüne Trikot. Ja, also bis jetzt der Flow, der geht weiter, das ist Wahnsinn. Wir hoffen, dass es auch noch viel, viel weiter geht. Ja, aber ich glaube, bis jetzt muss Ackes man einfach hat noch mal gewonnen im Eschborn Frankfurt. Ackes in Frankfurt, Wahnsinns-Teamleistung auch, wenn man das gesehen hat. Es geht vorwärts, müssen wir einfach sagen. Wir können da echt stolz drauf sein und wir hoffen, dass es jetzt mal so weitergeht. Klar, es wird auch mal wieder ein paar Phasen geben, wo man vielleicht nicht gleich 9 oder 10 Rennen gewinnt in einem Monat, aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, wir können nicht unzufrieden sein im Team. Ja, die anderen wollen ja auch mal was. So ist es. Es gibt ja auch noch andere Teams, die stark fahren und vielleicht manchmal ein bisschen weniger Glück haben. Aber ja, ich hoffe, das Glück bleibt uns hold und es geht so weiter. Ich hoffe mal auf Holz hier. Auf die Echtholzplatte. So, kurze Zeitreise. Wir sind jetzt im Wohnzimmer gelandet. Also im Esszimmer, Wohnzimmer, das ist quasi Spielzimmer. Ja, die 500 Quadratmeter, diese ebenerdige Fläche. Wenn man an der Bibliothek vorbeiläuft, durch den Westflügel, so ist es. Da kommt man hier irgendwann hin. Ja. Ja, was hast du eigentlich für ein Shirt an? Letztes Mal war doch hier Der Hang Loose. Wie geht der? So? Das Hang Loose Shirt aus Hawaii. So, oder? So geht der. Ja, so ist Heavy Metal, stimmt. Wenn so. Du halt ein Surfer bist. Ja, ja, nein, ich habe ja schon erklärt, Hang Loose surfen, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja auch noch hier in der Nähe jemanden. Stimmt, der wohnt ja nicht so. Den Jensi, den Jens Vogte. Der ist ja selten zu Hause. Selten zu Hause, aber hat auch eine eigene Kollektion, so viel ich weiß. Stimmt. Und meine Frau war so lieb und hat mir da einen Teil von geschenkt. Und man sieht es hier, die Shut Up Legs Kollektion. Ich glaube, mittlerweile hat er sogar Socken. Echt? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe Bilder gesehen von. Ja, passt ja zum Bild. So ist es. Und ja, T-Shirt, bin ich mega stolz drauf. Sieht echt cool aus. Und benutzt es ja auch, Vogte. Mach weiter so. Also Grüße gehen raus an Sil Jensi. So ist es. Am 21.03. haben wir zum letzten Mal was ausgestrahlt. Da war es dann Remo danach. Genau, was ist denn da alles passiert? Wo warst du jetzt überall? Erstmal müssen wir sagen, wir hatten ja doch ein bisschen recht. Unser Julian, Alla und Philipp hat das Ding gerockt. Werden jetzt eigentlich Julian, Alla oder und Philipp? Also alle drei im Endeffekt hatten so starke Beine, dass sie das einfach mal komplett durchgezogen haben. Waren wir nicht weit weg von unserem Favoriten. Ja, aber war auch einfach. Irgendwie. Ja, irgendwie war doch, aber doch sportlich irgendwie. Also wenn man sie drin gesehen hat, war doch irgendwie definitiv. Also Peter knapp geschlagen. Kann passieren, er war auch ein bisschen krank vorher, muss man ehrlich sein, sind alle Menschen, er kann nicht jedes Mal irgendwie ganz weit vorne sein und ich glaube, der Platz war jetzt auch nicht ganz schlecht, hat einen guten Show abgeliefert,
generell, das Team ist super stark. Ja, bei mir war danach, genau, was war bei mir? Ich war in Belgien für 2 Rennen, genau. Da haben wir leider ein bisschen Pech mit Aki, der leider gestürzt ist. Danach ging es dann für mich zu Paris-Nizza, so viel ich weiß. Ich muss ja nicht fragen. Ich glaube, danach kam Paris-Nizza. Da war ich leider ein Ticken krank. Lief nicht so ganz so gut, aber wir waren trotzdem erfolgreich dabei. Wir haben wieder 2 Etappen gewonnen, sau stark. Konnte zum Glück halbwegs meine Leistung dazu beitragen, dass er erfolgreich war. Aber danach ging es los. Türkei-Rundfahrt. Ah ja, da wo es übrigens geschneit hat. Da hat es übrigens auf dem Berg geschneit. Ja, also auch in der Türkei. Selbst die Türken im eigenen Land waren ein bisschen verwirrt, warum das Wetter da verrückt gespielt hat. Aber die Fenster am Berg haben mir gut gefallen. Also Wahnsinn. Hochgerannt. Die waren, weil sie wahrscheinlich warm haben wollen. Trotz Kälte und so, war nicht schlecht. Super Rundfahrt, super erfolgreich für uns. Grüße vielleicht an dieser Stelle noch an Mario Stiel. Oh ja, der musste leiden. Der Fotograf unseres Vertrauens, der da auf dem Moped saß und nicht so viele warme Sachen bei hatte. Ich habe ihn letztens getroffen in Frankfurt und da habe ich gesagt, hat es eigentlich geschneit in der Türkei? Hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, verpiss dich. Ja, nee, aber trotzdem kalt. Wirklich sehr erfolgreich. Gesamtwertung gewonnen. Ja, stimmt. Also mit Felix 3 Etappen, glaube ich, ne? Oder? 3 Etappen 3. gewonnen, genau. Sam gewinnt sogar noch das Sprint-Trikot. Ja. Und ich werde sogar noch als Helfer Top 20, 18 da. Echt? Ja, also ist ja mal nicht so wichtig. War schlecht besetzt. Aber mindestens, ja. Stadt. Aber ja, nee, also auch für mich ist es natürlich auch mal schön als Helfer, auch da mal so ein kleines Ergebnis einzufahren. Ja, auch wenn es im Endeffekt nicht wirklich interessant ist. Aber man merkt halt doch, dass man da nicht ganz, ganz schlecht wird. Deswegen waren wir sehr erfolgreich, sehr schön. Und dann war bis jetzt vorgestern Tour de Romandie, da waren wir auch wieder erfolgreich. Da hat es übrigens nicht geschneit, aber fast zumindest nicht da, wo er angefahren seid, aber dafür hat es jeden Tag geregnet. Und die haben zum Glück die eine Königsetappe gekürzt und die Strecke verändert, ansonsten wären wir da auch im Schnee gefahren bei minus 4 Grad. Genau, also vielleicht, wer es nicht gesehen hat, Tour de Romandie, eigentlich wunderschöne Landschaft, ja. Ich glaube, Westschweiz ist das, ne? Ich glaube, ja. Französisch, Spanien, von Aigle und genau, los ging's in Neuchâtel, am wunderschönen Neuchâteler See. Ja. Und es hat eigentlich jeden Tag geregnet, bis auf den vorletzten Tag, wo die Königsetappe stattfinden sollte. Und du hast es vorhin beim Training so cool erzählt, du hast früher rausgeguckt. Ja. Es war eine lustige Situation, weil wir haben ja immer unseren Kitchen Talk dabei und ja, du siehst halt dann irgendwie die ganzen Sportler und alle so geknickt und denken, oh nein, das wird heute die Königsetappe und wir haben Schnee und Regen und es ist einfach eine lange Etappe. Und dann sitzt du halt im Kitchen Talk und Body bei uns, unser Maciej Bodnar, der war auch schon mega getrübt, kommt halt in den Kitchen Talk rein und denkt sich, oh, das ist für die Etappe heute. Und auf einmal klingelt es im Telefon. Der Sportleiter hat im Gruppenchat ein Bild reingestellt okay. Und du siehst halt nur das Grinsen im Gesicht und denkst so, irgendwas stimmt jetzt nicht und guckst auf dein Telefon und siehst, okay, die Etappe wurde gekürzt und wir fahren nicht über den Pass, wo einfach Schnee und minus 4 Grad sind. Waren, glaube ich, an dem Tag 5 Berge oder so, ne? 5 Kategorien, glaube ich, ja. Ich glaube, 4 davon Kategorie 1. Ja, mit Schlussanstieg. Und definitiv super Entscheidung, dass man das nicht gemacht hat. Ja. Weil es einfach nicht gegangen wäre, muss man ehrlich sagen. Also waren dann 70 Kilometer weniger. Und genau, hat aber auch gereicht im Endeffekt, weil die Leute, die jetzt zum Schluss vorne waren, wären wahrscheinlich im Finale auch vorne gewesen. Und dann muss man einfach sagen, richtige Entscheidung. Und das war's. Dann haben wir das jetzt mal ordentlich aufgeräumt wieder ein bisschen. Vielleicht noch zu dem letzten eine kurze Frage. Also ja. Primoz Roglic gewinnt ja die Rundfahrt. Der ehemalige Skispringer, der hätte sich Schnee vielleicht noch gewünscht. Aber wahrscheinlich zum Weiterspringen, ja. Gewinnt jetzt innerhalb, ich glaube, die dritte Rundfahrt, die er dieses Jahr gefahren ist, gewinnt er. Ja. Und ist für mich natürlich jetzt ein haushoher Favorit für den kommenden Giro, der jetzt am Wochenende, am Samstag startet. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also der ist schon so einzuschätzen, war, dass der da... Definitiv. Also der ist für mich auch mit der Mannschaft drumherum sau stark. Ja. Es geht halt, um der Sieg geht nur um ihn, gehe ich von aus. Also er wird auf jeden Fall, wenn nichts passiert, Top 3 fahren. Weil der einfach so einen starken Eindruck macht und wir sind natürlich auch sehr stark vertreten da, muss man einfach sagen. Ja, ich glaube mit dieses Jahr Rafa Majka. Genau, der und, ist auch bei der Tour auf die Alps, hatte der noch Stress. War der, ja, der ist ja noch Sechster geworden, ja, hat aber noch gute Form gezeigt. Genau, er ist am letzten Tag gestürzt in Regenabfahrt. Wir haben natürlich wieder Davide Formolo als Heim-Italiener, der letztes Jahr Zehnter geworden ist, auch natürlich für die Gesamtwertung. Zwei heiße Alpen. Und dieses Jahr Sprint verändert. Statt Sam ist jetzt Aki, der die Chance bekommt, da Etappen zu gewinnen. Toi, toi, toi an dieser Stelle, auch ans ganze Team. Ich drücke euch die Daumen. Zeigt mal die 3 Wochen, was Bora kann im Moment. Nehmt den Flow mit von den letzten Rennen.
Und dann werden wir sehen, was nach 3 Wochen passiert. Wir werden auf jeden Fall es berichten und gucken und dann werden wir es wieder aufnehmen in die nächste Folge, ja, was so passiert. Ja. Fährt euer Kapitän Le Route eigentlich auch? Nee, der fährt da nicht. Jetzt fragt euch, wer ist der Kapitän Le Route? Kapitän Le Route nennen wir bei uns auch den... Der mit der größten Route. mit der größten Wahoo-Route. Genau. Nee, unseren Andreas Schillinger. Genau, also vielleicht erklär mal, was ist Kapitän Le Route? Kapitän Le Route ist eigentlich der, der die ganze Zeit die Verantwortung im Rennen hat und wenn der sportliche Leiter jetzt nicht gerade im Funk immer sagt, auch Entscheidungen trifft und ja auch so ein bisschen Präsenz zeigt, dass man sieht, okay, er ist halt der Chef in dem Sinne, dass man wirklich auf ihn zählen kann, wenn irgendwas ist. Also Erfahrung und Rennübersicht sind so die Attribute, die man haben sollte. Ja, und ich hatte das Glück und die Zeit, ihn in Belgien mal zu interviewen und ich freue mich darüber. Schaut es euch einfach an. Genau, hier kommt der kleine Bruder vom Weltmeister. Erklärt sich gleich im Video. Viel Spaß. Andreas Schillinger, alle sollten ihn kennen. Schön, dass du da bist, freue mich. Ich freue mich auch. Ja. Aber wir müssen sagen, wir sind ja normalerweise in der Küche unterwegs, also fehlt hier heute was. Zum Glück haben wir einen super Kameramann im Hintergrund. Pascal Ackermann, kannst du mal bitte ein paar Obstsachen hergeben? Bananen! So ist es. So ist es, mit Essen spielt man nicht, Aki. Die Kulisse ist aufgebaut. Wir müssen die Kulisse ja beibehalten. Ja, schön, dass du da bist, Schilly. Freue mich, dass wir das jetzt auch gemacht haben und erstmal ein bisschen quatschen können. Ja, viele oder die meisten kennen dich ja nun mal schon, weil du so lange schon Profi bist. Geht's dir gut soweit? Wie war die Vorbereitung? Bist du zufrieden bis jetzt? Erzähl mal ein bisschen, wie so deine Saison bis jetzt verlaufen ist. Ja, an und für sich war das ja immer ganz gut gestartet, würde ich sagen. Hat dann ein bisschen Pech, bin gestürzt in Italien. War vorher noch krank und jetzt ja, bin ich auf dem Weg zurück, sag ich mal. Okay, schön. Ist ja auch, nun, jeder weiß es ja, im Frühjahr ist ja doch immer, dass man mindestens 2-3 Leute jedes Team irgendwie ein bisschen aussortieren kann durch Krankheit, Sturz und hin und her. Da hoffen wir, dass es jetzt bei uns allen toi 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 bleibt, dass wir gesund bleiben und dass es alles funktioniert. Was sind so deine Highlights dieses Jahr? Hast du schon vom Team so ein bisschen Feedback bekommen, inwieweit deine Saison jetzt in welche Richtung geht? Ja, wir machen jetzt die Klassiker, bist ja auch erstmal mit dabei und ja, danach Tour auf der Alps und dann schauen wir weiter, was das Jahr noch so bringt. Ne? Also ich muss da relativ flexibel sein, aber das glaube ich kennst du auch. Da sind wir ja beide gleich als Helfer, dass wir überall eingesetzt werden, wo der Planet brennt im Endeffekt. Ne? Man nennt uns nicht umsonst die Feuerwehrmänner, die alles löschen müssen, wenn mal wieder ein bisschen Action im Peloton ist, oder wie? Oder im Hotel. Oder im Hotel. Andere Story, die können wir jetzt hier aber nicht erzählen. Du bist ja auch ein sehr erfolgreicher Radfahrer, muss man ja ehrlich sagen. Du bist ja schon jahrelang immer mit guten Ergebnissen unterwegs. Ich erinnere mich daran, letztes Jahr in Tschechien wirst du Zweiter in Gesamtwertung, eine super Leistung. Aber eins ist mir immer in Erinnerung geblieben, super Rennen in Köln, da warst du ja Dritter, wenn ich mich richtig erinnere. Sogar mit auf Podium von Tom Bohn, was natürlich ein super Highlight ist. War das jetzt für dich so in deiner Karriere bis jetzt das beste Ergebnis, wo du sagst, es ist deins, wo du sagst, da erinnerst du dich immer dran oder hast du jetzt noch andere Ergebnisse oder ein anderes Rennen zum Beispiel, wo du sagst, das ist dein Rennen? Boah, das ist schwer. Natürlich ist speziell, wenn du mit Tom Bohnen am Podest stehst, also vor allem, sag mal, wie jetzt Fahrer, wie es wir sind, wenn du mal dir das Go bekommst vom Team und auf eigene Kappe fahren, dass das was Schönes, wenn es dann auch noch klappt. Aber ich freue mich eigentlich genauso, wenn jetzt jemand anders von uns auf dem Podest steht oder ganz oben steht. Ne? Wichtig ist ja im Endeffekt nur, dass die Teamfarben oben vertreten sind und wer das letztendlich ist mir persönlich dann egal. Weil wir sind in einem Mannschaftssport unterwegs und so sollte eigentlich der Gedankengang dann in einem Team schon sein. So ist das definitiv cool, ne? Freue ich mich. Wir sind ja nun beide jetzt auch schon so, wenn man das mal so sagen darf, vom etwas älteren Schlag. Ist ja, wir müssen es ja ehrlich sagen, liebe Freunde, wir sind jetzt nicht mehr die Jüngsten. Ne? Wir haben halt natürlich ein paar Babys hier im Team, wie den Pascal Ackermann zum Beispiel. Oder an Michael Schwarzmann, der seit 20 Jahren denkt, er ist noch Jungprofi. Der liegt auch gerade im Bett und macht einen Mittagsschlaf. Der entspannt auch gerade, weil er natürlich so kaputt ist vom KB-Training heute. Hast du denn einen Plan, wie es nach deiner Karriere weitergeht? Wie lange möchtest du noch fahren? Weil es interessiert natürlich auch die Zuschauer, wie weit deine Planung da ist.
Also gut, jetzt bin ich 25. Man sieht's halt auch, ne? Die Haare wachsen wieder. Die Haare kommen wieder. Gefühlt 18 im Endeffekt, wenn er mit den Jungspund unterwegs ist. Also so 10 bis 15 Jahre mache ich noch und dann. Machst also im Endeffekt einen Vogte. Nee! Vogte nicht! Nee, den werde ich nicht übertreffen. Okay. Also jetzt mal, ja, ein paar Jahre will ich schon erfahren. Okay. Mir macht's auch wieder Spaß, ich bin hochmotiviert. Mir gefällt. Und solange das noch so weitergeht und ich merke, dass ich auch konkurrenzfähig bin oder bleib, will ich auf jeden Fall noch weiterfahren. Cool. Und danach, hast du da schon einen Plan, was du dann denkst, was du machen könntest oder inwieweit du eine Idee hast? Wir wissen ja, oder viele wissen es nicht, Chili ist ja auch einer, der sehr viel mit Radaffinität hat. Der hat einen Radladen zu Hause bei sich, der von deinem Vater, soweit ich weiß, von deinen Eltern geleitet wird, wo du aber natürlich ab und zu auch hilfst, glaube ich, wenn du mal Lust und Zeit hast, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Das war vor ein paar Jahren so. Also ich bin mit dem Radladen mit aufgewachsen. Hab natürlich viel Zeit in der Werkstatt verbracht mit meinem Vater. Daher, sag ich mal, kenne ich die technische Seite. Aber die letzten Jahre, es lässt einfach nicht zu. Und ich muss auch ehrlich sagen, mittlerweile ist es ja, du weißt es ja selber, so fordernd, dass man eigentlich nur froh ist, wenn man dann auch mal die Ruhe zu Hause genießen kann und sich wirklich erholen kann. Supi. Ja, vielen, vielen Dank für die kurzen Einblicke, Chili. Hat mich echt gefreut. Und der Kameramann möchte noch irgendetwas sagen? Frag Chili noch nach seinem Spitznamen. Chili, was ist denn dein Spitzname? Chili. Nein, Alejandro. Ach, Alejandro, ja. Da gibt's natürlich auch eine Story im Endeffekt. Wollen wir die noch kurz erzählen? Wenn die wirklich stimmt, ich weiß es nicht. Ich habe nur gehört, dass du am Flughafen angesprochen wurdest und gefragt wurdest, ob du nicht der Weltmeister Alejandro Valverde bist. Stimmt das wirklich? Ja, das ist richtig. Ja. Also das ist doch ein Knaller im Endeffekt. Wir versuchen das mal mit Paddy dann ein Bild einzuspielen, inwieweit die beiden Ähnlichkeit haben, aber es ist nicht ganz abwegig. Es ist echt lustig und wir werden es auf jeden Fall nachreichen, liebe Freunde. Wie gesagt, schönen Dank, Chili. Hat Spaß gemacht. Ich denke, die Fans sind da echt glücklich, dass auch mal von dir so einen kleinen Einblick haben. Und ich gebe jetzt zurück wieder in die Küche zu Paddy und mir dann später. Also, Paddy, haut rein. Ciao, Kakao. Ciao.